Herzlich willkommen bei Julian Reichelt. Es ist Donnerstag und er ist wieder da. Der Satz, der schon immer die liebste Lebenslüge der Deutschen war. Ich habe von nichts gewusst. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der seiner Frau eine Niere und Putin sein Herz schenkte, hat seine Russlandpolitik und damit sein komplettes politisches Lebenswerk für gescheitert erklärt. Das wirklich Traurige ist, dass wir in vielen Punkten gescheitert sind. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, die große Vision von Gorbatschow. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen, Russland einzubinden in eine europäische Sicherheitsarchitektur. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen der Charta von Paris, auch Russland mitzunehmen auf dem Weg Richtung Demokratie und Menschenrechten. Ist Frank-Walter Steinmeier wirklich nur gescheitert? Hat er sich wirklich nur geirrt, wie andere auch, wie er selber sagt? Nein, er hat sich nicht geirrt. Geirrt heißt, dass man von Dingen weiß, sie aber falsch einschätzt. Steinmeier hingegen wollte von nichts wissen. Egal wie groß der Terror, egal wie grausam und offensichtlich die Kriegsverbrechen des Putin-Regimes waren, Steinmeier hat sich vorsätzlich dafür entschieden, von nichts wissen zu wollen. Alles, was Steinmeier nicht gewusst haben will, hätte er nicht nur wissen können, sondern wissen müssen, weil die ganze Welt es wusste. 2014 ließ Kreml-Tyrann Wladimir Putin Panzer auf die Krim rollen. 10.000 Menschen fielen diesem ersten Angriffskrieg auf die Ukraine zum Opfer. Putins Truppen schossen in der Ostukraine ein Passagierflugzeug mit 298 Menschen vom Himmel. Unter den Toten waren auch die besten AIDS-Forscher der Welt. Sie waren auf dem Weg zu einem Kongress, um Menschen von einer Krankheit zu heilen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Steinmeier wollte von den Grauen nichts wissen und warf der überfallenen Ukraine mangelndes Engagement im Friedensprozess vor. 2015 und 2016 äscherte Putins Luftwaffe die syrische Millionenstadt und das Weltkulturerbe Aleppo ein. Im Schutze des russischen Militärs vergaßte Syriens Diktator Assad wenig später 90 Männer, Frauen und Kinder im Schlaf. Menschen vergasen? Sollte man als Deutscher da nicht stutzig werden? Nicht Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Außenminister, paktierte mit den Tätern und schlug eine deutsch-russische Wiederaufbauinitiative für Aleppo vor, als Maßnahme zur kulturellen Verständigung zwischen Deutschen und Russen. 2019 ließ Wladimir Putin einen seiner politischen Gegner im Berliner Tiergarten keine 5 Fahrradminuten vom Schloss Bellevue entfernt mit einem Kopfschuss hinrichten. Staatsoberhaupt Steinmeier in seinem Schloss hätte den tödlichen Schuss hören können. Und das waren nur 3 von unzähligen Verbrechen des Putin-Regimes. Und trotzdem wollte Frank-Walter Steinmeier Russland weiterhin eng an Europa binden. Was er wirklich angerichtet hat? Er hat uns Putin ausgeliefert. Steinmeier verteidigte Putins Herzensprojekt, die Gaspipeline Nord Stream 2, als fast letzte Brücke zu Russland. Eine Brücke, über die seit 4 Wochen russische Panzer nach Europa hineinrollen. Niemand schafft es, so einfache Dinge so oft und gründlich falsch zu machen wie Frank-Walter Steinmeier. Steinmeiers Gabe, historisch falsch zu liegen, ist in Berlin geradezu sprichwörtlich geworden. Wenn du einen Rat brauchst, frag Frank-Walter Steinmeier und tue genau das Gegenteil von dem, was er dir rät, heißt es hier in der Hauptstadt. Ich nenne ihn deswegen Falsch-Walter Steinmeier. Mehr Fehlentscheidungen als Steinmeier hat nur Gerhard Schröder bei der Wahl seiner Ehefrauen getroffen. Warum hat Frank-Walter Steinmeier so oft ignoriert, was die ganze Welt erschüttert hat? Die Antwort ist so bitter wie eindeutig. Putin und seine Schergen waren Steinmeiers engste politische Weggefährten und Freunde. Steinmeier suchte die Nähe des Bösen. Schauen wir uns dieses bemerkenswerte Foto an. Es zeigt Steinmeier, damals noch Außenminister, mit Putins engstem Vertrauten Sergei Lavrov. Das Foto entstand im Februar 2016. Jeder Mensch kann sehen, dass dieses Foto mehr zeigt als die Geschäftsbeziehung zweier Außenminister. Wir sehen Nähe, wir sehen Vertrautheit. Wir sehen Bromance-Berührungen, die tiefe, aufrichtige Zuneigung demonstrieren. Jeder normale Mensch, der dieses Bild betrachtet, erkennt echte Freundschaft. Wir sehen Blutsbrüder. Leider im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen wir nun auf das, was die Mordmaschine von Putin und Lavrov zeitgleich zu diesem Foto anrichtete. Lavrov war schon damals Putins Mann für Gräueltaten. Offiziell Außenminister, tatsächlich Angriffskriegsminister. Er war direkt verantwortlich für den Bombenkrieg gegen die Zivilbevölkerung in Syrien. Einen Tag nach diesem Foto bombardierte die Luftwaffe seines Regimes gezielt ein Krankenhaus, nachdem es in den Jahren zuvor schon hunderte Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten im Erdboden gleichgemacht hatte. Schon 2016 war Lavrov nicht nur Steinmeiers Diplomatie-Buddy, sondern vor allem
Putins ultrazynischer, kettenrauchender, scotchtrinkender Todesengel. Unser Außenminister genoss Lavrovs Nähe. Abends trafen sie sich oft auf ein Glas Whisky. Heute sagt Steinmeier, er habe sich geirrt. Damals warf Steinmeier allen, die Recht hatten, vor, sich zu irren. Über die NATO-Manöver, die uns vor Putins Wahnsinn beschützen sollte, sagte Steinmeier damals, was wir jetzt nicht tun sollten, ist durch lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul die Lage weiter anzuheizen. Wer glaubt, mit symbolischen Panzerparaden an der Ostgrenze des Bündnisses mehr Sicherheit zu schaffen, der irrt. Wie bitte? Dass unser Staatsoberhaupt kritisiert eine militärische Übung, die die Sicherheit unseres Landes und unserer Verbündeten dient? Lavrov dürfte das runtergegangen sein wie Scotch. Der Bundespräsident ist zwar unser Staatsoberhaupt, aber er hat keine Macht in unserem Land. Sein Autokennzeichen ist zwar die Nummer 1, aber er hat niemandem etwas zu sagen. Seine wichtigste Aufgabe ist das Repräsentieren. Er vertritt, wofür Deutschland steht. Seine einzige wirkliche Verantwortung besteht darin, sich selbst und unser Land, uns alle, nicht zu blamieren. Würde irgendwer in Deutschland stolzer Freund eines Mannes sein wollen, der Kinderkrankenhäuser bombardieren lässt? Nein, niemand. Niemand, bis auf den Mann, der uns alle repräsentiert. Auf dem Marsch nach Kiew konnte der Kreml sich immer auf die Freundschaft von Steinmeier verlassen. Die Welt blickt nun fassungslos und verstört auf die Bilder aus dem ukrainischen Butscha, wo Putins Truppen gefesselte Männer hingerichtet, Frauen vergewaltigt und verbrannt, Kinder abgeschlachtet haben. Es sind diese Kriegsverbrechen, die Steinmeier mit seiner Politik erst möglich gemacht hat. Für die Menschen in der Ukraine ist er zum Grabsteinmeier geworden. Zusammen mit seinem Freund und Genossen Gerhard Schröder, von dem er sich bis heute nicht distanziert hat, und unserer damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Steinmeier Deutschland in die totale Energieabhängigkeit von Wladimir Putin getrieben. Wer in Deutschland für Strom und Heizung bezahlt, so wie Sie und ich, füllt automatisch Putins Kriegskasse. 200 Millionen Euro jeden Tag überweisen wir an die Mörderbande aus Moskau. Die Kugeln, die Putins Soldaten auf wehrlose Zivilisten feuerten, haben wir deutsche Bürger bezahlt, ob wir das wollten oder nicht. Das ist das Lebenswerk von Frank-Walter Steinmeier. Aus dem historischen Segen von Glasnost wurde die Katastrophe von Gasnost. Jeder normale Mensch in diesem Land, den Frank-Walter Steinmeier repräsentiert, wäre spätestens jetzt der Meinung, dass Frank-Walter Steinmeier Verantwortung übernehmen und zurücktreten sollte. Aber Frank-Walter Steinmeier ist der Meinung, dass er Verantwortung übernimmt, indem er einfach im Schloss Bellevue sitzen bleibt, indem er einfach weitermacht als Bundespräsident. Ich nenne ihn deshalb Falsch-Walter Steinmeier. Sie werden es in den letzten Jahren gemerkt haben, niemand in Berlin übernimmt noch Verantwortung für seine Fehler und den Schaden, den er oder sie angerichtet hat, egal wie verheerend dieser Schaden sein mag. Wir haben eine politische Elite der völligen Verantwortungslosigkeit. Für diese Menschen ist Frank-Walter Steinmeier genau der richtige Präsident. Egal wie sehr er scheitert, er bleibt. Wir sind gescheitert, wir sind gescheitert, wir sind gescheitert. Das ist eine bittere Bilanz. Wir haben Steinmeier nicht direkt gewählt und die, die ihn gewählt haben, können ihn nicht mehr abwählen. Frank-Walter Steinmeier will nie von etwas gewusst haben und ist durch all seine Fehler so weit aufgestiegen, dass er jetzt keinen Chef mehr über sich hat. Das gibt es nur in Berlin. Solche Karrieren gibt es nur in der Politik. Wie Frank-Walter Steinmeier die Welt 2014 noch nach Putins Überfall auf die Krim sah, hier nochmal in seinen eigenen Worten. Die Welt besteht nicht auf der einen Seite aus Friedensengeln und aus der anderen Seite aus Bösewichten. Die Welt ist leider komplizierter und Gott sei Dank gibt es einige Menschen, die sich dieser Kompliziertheit widmen und Wege aus der Krise in der Ukraine suchen, meine Damen und Herren. Sterben mit Steinmeier, das, meine Damen und Herren, ist unser Präsident.